noch nicht? Ja. Hört ihr mich? Ah, super, jetzt funktioniert das Mikrofon auch. Klasse. Ja, herzlich willkommen auf dem Play Festival und zur Präsentation des Game Jams. Mein Name ist Lasse. Ich bin vom Young Play Team und Young Play hat dieses Jahr den Game Jam organisiert und ausgerichtet. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß und Rike erzählt euch jetzt ein bisschen was. Genau, also für alle, es waren ja ein paar Neulinge dabei, die vorher noch nie einen Game Jam gemacht haben und ich sehe auch ein paar Leute im Publikum, glaube ich, für die das nochmal ganz neu ist vielleicht, ein Game Jam. Das ist ein Event, wo sich verschiedene Leute treffen, in Gruppen kommen oder auch neue Menschen kennenlernen, sich zusammentun und innerhalb einer vorgegebenen Zeit ein Spiel entwickeln, was man möglichst am Ende auch spielen kann. Und oft gibt es bei Game Jams ein Thema, was zum Beispiel vorgegeben ist, also sowas, man darf zum Beispiel nur zwei Farben in seinem Spiel verwenden oder man hat ein bestimmtes Oberthema. Und das Young Play Team hat sich ganz viele verschiedene Sachen überlegt und dann haben wir am Anfang heute, weil es noch geheim bleiben sollte, einmal gezogen und das Thema für den Game Jam heute war Traumwelten. Und alle Gruppen haben quasi ein kleines eigenes Spiel zum Thema Traumwelten entwickelt. Und das Spannende ist immer zu sehen, wie die unterschiedlichen Gruppen dieses Oberthema, was ja ziemlich allgemein gehalten ist, ganz unterschiedlich umsetzen und unterschiedlich interpretieren. Bei uns gab es noch eine Besonderheit bei diesem Game Jam. Und zwar hatten wir 6 Stunden, also von 12 bis 18 Uhr Zeit und die eigentliche Zeit, wo man wirklich entwickeln konnte, Ideen sammeln und die Spielideen umsetzen, war sogar noch kürzer, weil wir am Anfang noch eine Vorstellungsrunde hatten und dann natürlich so ein bisschen Vorbereitung auf diese Präsentation. Also ich glaube, wir haben tatsächlich insgesamt nur so 5 Stunden gehabt und das ist ganz besonders, weil normalerweise gehen Game Jams eher so 2 oder 3 Tage. Also in 5 Stunden ein Spiel zu entwickeln, eine Idee sich zu überlegen und auch was umzusetzen visuell, das ist schon echt ein ziemlicher Rekord, würde ich sagen. Und deshalb freue ich mich total, dass so viele von euch mitgemacht haben und wir auch ganz unterschiedliche Menschen dabei hatten im Game Jam. Und ich würde jetzt einmal als erstes die Gruppe nach oben bitten, die Lily's Dreams gemacht hat. Hi, toll, dass ihr da wart. Ich war ja auch ein bisschen mit involviert bei euch in der Gruppe und mir hat super Spaß gemacht, das mit euch zu entwickeln. Mögt ihr mal erzählen, welches Tool ihr überhaupt verwendet habt, um euer Spiel umzusetzen und was ihr euch so ein bisschen dabei gedacht habt, was die Spielidee war? Ich weiß nicht mehr, wie das Tool heißt. Pocket Platformer. Wir haben das Tool Pocket Platformer benutzt, was eigentlich sehr leicht anzuwenden war und ja. Genau, Pocket Platformer ist so ein kleines Jump-and-Run-Spiel, kann man damit entwickeln und das ist super, weil das ist einfach browserbasiert, jeder kann das einfach öffnen, man kann das exportieren und man kann auch zu Hause dann weiter daran arbeiten. Und könnt ihr vielleicht noch erzählen, was die Geschichte bei eurem Spiel ist? Sich? Okay. Ja, also bei unserem Spiel geht es darum, dass Lilly, ein Mädchen, also nach Hause gekommen ist und müde war und dann halt schlafen gegangen ist. Und dann gab es halt verschiedene Träume, durch die sie sich durchgekämpft hat. Und jetzt wollen wir vielleicht auch ganz kurz sehen, wie das Spiel aussieht. Deshalb würde ich bitten, alle einmal kurz an die Seite zu gehen, damit das Publikum auch die Präsentation, also den Bildschirm vorne sieht. Und mag einer von euch das Spiel mal starten, okay, sodass man sieht, was passiert? Also jetzt sehen wir, die sind auf dem Spielplatz. Und der Text sagt, hey, schade, dass du gehen musst. Da ist der Ausgang. Und dann der kommt nach Hause, also sie kommt nach Hause. Und da ist die Mutter. Geh jetzt schnell schlafen. Aber pass auf, dass du nicht auf Lego triffst. Und hol dein Teddy vom Dachboden.
Ups. Ego. Dann ab ins Bett. Und dann, das ist so übergangsmäßig. Und der fliegt quasi in seinen Träumen jetzt. Und das erste Traum ist Candyland. Und dann kommt ein Albtraum. Vergiss Teddy nicht, sagt der Tokenkopf. Also dieses Level, muss ich mal sagen, das war das Schwierigste. Und das Besondere ist auch, dass man das Ziel nicht erreichen kann, ohne dass man den Teddy vorher eingesammelt hat. Also selbst wenn man am Ziel ankommt, dann kommt man nicht wieder raus aus dem Level. Man muss immer vorher den Teddy finden. Diesen Level ist besonders schwierig, weil man kann nur sehen, wenn man nur, also man kann nur was vor ihm sehen. Es gibt so einen kleinen Flashlight-Effekt, den kann man einbauen im Tool. Mal gucken, ob wir es aus dem Level noch rausschaffen. Okay, also man sieht, das ist auf jeden Fall eins der schwierigeren Level. Das war auch extra so geplant, ne? Dass das Albtraumlevel genau besonders schwierig wird und das Traumlevel im Candyland ein bisschen einfacher ist. Wer möchte, kann auch nach der Präsentation gerne nochmal in den Workshop-Bereich 3 kommen und das Spiel selber versuchen zu spielen. Also es ist wirklich schwierig. Nee. Vielen Dank, dass ihr euer Spiel präsentiert habt. Danke. Dann würde ich als nächstes einmal die Gruppe von Dream Dog auf die Bühne bitten. Test, Test, 1, 2, geh mal, okay, funktioniert. Okay, unser Game ist Dream Dog, Dreams of the Past. Wir stellen euch einmal die Story, die Characters und das Gameplay, Mechanics und die Inspiration für unser Game vor. Die Story und die Characters. Der Main Character hierbei wäre Dr. Smith, ein ehemaliger Doktor quasi oder ein ehemaliger Student der Universität von Kent, der aufgrund von moralischen Indifferenzen mit seinen Kollegen von der Universität verbannt wurde und aufgrund dessen dann selber auf die Idee kam, selbst Medizin zu praktizieren. Andere nebenseitige NPCs wären Patienten, die beispielsweise zu Dr. Smith kommen, um etwaige Geisteskrankheiten oder sowas zu heilen. Gameplay und Mechanics. Der Spieler besitzt ein Krankenhaus, indem er beispielsweise Patienten heilen kann. Und diese Patienten sind auch gleichzeitig der Eingang zu den Leveln. Und in jedem Level hat man die Aufgabe, eine VHS-Kassette zu besorgen, die alten Gedanken, nee, was heißt Memories nochmal auf Deutsch? Erinnerung, Dankeschön. Die alten Erinnerungen dieses Patienten beinhalten. Weil Dr. Smith glaubt, dass man mit den alten Erinnerungen die
geistigen Krankheiten der Patienten heilen kann. Die Inspiration für unser Spiel war Celeste. Und ich denke mal, jetzt können wir mit unserem Spiel beginnen. Viel Spaß. Ja, einmal vorweg. Wir waren sehr ambitioniert und wollten um einiges mehr machen, als wir geschafft haben. Ich glaube, das ging fast allen so beim Game Jam. Es war ja auch wirklich Rekordzeit, muss man sagen. Schön Homescreen. Ach so, weil das alles. Du musst es duplizieren. Ich stelle mich mal hin. Während der Umbauphase habe ich eine Frage noch an euch. Welches Tool habt ihr denn eigentlich benutzt, um euer Spiel umzusetzen? Achso, ja. Wir haben Unity benutzt. Und ja. Ist das ein Tool, was man kostenlos benutzen kann? Also kann das jeder zu Hause genau, benutzen? Genau, also jeder könnte jetzt heute auf seinen Computer Unity runterladen und man kann dann einfach beginnen, sein Spiel zu bauen. Ja. Und euer Hintergrund habe ich ja schon so ein bisschen mitbekommen. Ihr studiert aber auch quasi was in dem Bereich. Deshalb habt ihr schon ein bisschen Erfahrung. Genau. Könnt ihr nochmal erzählen, was genau ihr studiert? Ja, wir studieren Game Creation auf der HTK Academy. Und dort werden wir quasi ausgebildet, Spiele von Grund auf aufzubauen, sei es 2D oder 3D, und sie dann selber zu publishen. Ah, cool. Aber habt ihr bestimmte Schwerpunkte oder seid ihr dann quasi Generalisten und könnt alles machen, was man braucht, um Games selber zu erstellen? Genau, also der Schwerpunkt ist, glaube ich, selber sein Talent da zu finden. Also wir werden alles lernen. Mhm. Und man spezialisiert sich einfach darauf, was man dann, was man kann, genau. Mhm. Aber erstmal kriegt ihr alle eine Ausbildung quasi in allen Bereichen, die man braucht und dann schaut man, was einem besonders liegt und dann kann man dann weitermachen und sich noch mehr spezialisieren. Genau. Ja, ja. Das ist jetzt der Hauptcharakter, den wir sehen, ne? Genau, das ist der Charakter. Wie man sehen kann, wir waren sehr überambitioniert. Wir dachten, ja geil, wir schaffen das innerhalb von 6 Stunden, aber wie man sehen kann, es ist sehr unfertig. Aber wenigstens haben wir einen wundervollen Charakter, der rückwärts laufen kann. Ich finde, eure Hauptfigur sieht super aus. Das ist kein Gamefehler, das ist ein Feature, er kann rückwärts laufen, das ist cool. Michael Jackson, seine Schwester. Ja, sehr cool. Und womit man jetzt quasi noch weitermachen würde, wäre quasi die Levels noch auszudesignen, also den Boden, den Hintergrund und sowas alles. Genau. Also wir hätten eigentlich noch so VHS-Kassetten reingepackt, die man sammeln muss, damit man überhaupt das Level beenden kann, damit und somit halt den Patienten heilt. Und die Level an sich werden halt je nach Patient, nach deren Charakter visuell angepasst. Ja. Super, vielen Dank für eure Präsentation. Okay, danke, kein Problem, vielen Dank. Ich grüße meine Eltern. Und ich grüße Kemal. Hallo Kemal. Achso, da hinten bist du. Hallo. Dann haben wir noch eine Gruppe, die hat das Spiel Dream Detective gemacht.
die kann gerne herkommen. Sind davon gerade noch Leute da? Ja, da ist noch jemand. Es gab noch ein paar mehr Leute in der Gruppe, aber die mussten jetzt leider schon gehen. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass noch einer da geblieben ist. Ja, das brauchst du für die Präsentation im Hintergrund. Und Halim, also, hast du HDMI? Ja, wir haben nur leider noch kein Bild auf unserem Bildschirm. Wir müssen noch mal gucken mit der HDMI-Verkabelung. Ah, okay. Dann muss ich einmal rüberziehen, oder? Ah, okay. Gut, dann fange ich einfach mal an. Mein Name ist Alim und wir haben, also ursprünglich waren wir zu dritt, nur die anderen mussten leider früher gehen. Und wir haben das Spiel Dream Detective gejammt, sage ich mal. Und in Dream Detective befinden wir uns in einer Welt voller Kreise, in der Dreiecke verboten sind. Und hier gibt es einen Detective namens Perry, der wird von der Regierung beauftragt, Träumende, also Schlafende, wie zum Beispiel hier den Lumi zu beobachten, was er so träumt in seinen Träumen, ob er von Dreiecken träumt oder nicht. Und wenn Dreiecke vorkommen, dass er ihn dann ins Gefängnis schickt. Genau. Und was haben wir benutzt? Wir haben... Also was am Ende rausgekommen ist, sage ich mal, ist ein Text-Adventure-Game. Und ja, ursprünglich war ein Visual Novel geplant, aber aufgrund der Zeit hatten wir halt nicht die Zeit, die Visual Assets zu machen. Und ja, und in diesem Text-Adventure-Game klickt man sich hier durch und entscheidet dann je nachdem für eine Entscheidung. Und je nach Entscheidung hat man dann zum Beispiel Dreiecke gefunden. Also Beweise, dass er von Dreiecken träumt oder nicht, oder eben nicht. Und dann hat man am Ende, je nachdem, gewonnen oder verloren. Und ja, genau, hier sieht man zum Beispiel ein Beispiel, dass er eine Katze, Lumi eine Katze unter seinem Arm hat. Klicken wir mal auf die Katze und sagen wir mal, wir reden mit der Katze über Katzenfutter. Und hier kann man sehen, dass... wenn wir ihre Ohren überprüfen, dass Katzen dreieckige Ohren haben. Und dadurch ist es schon mal ein Indiz dafür, dass er sehr straffällig ist, der Lumi. Genau. Eine Frage. Genau, ja. Du hattest gesagt, dass man gewinnt oder verliert. Und wie gewinnt man oder wie verliert man? Genau, man gewinnt, indem man eine bestimmte Anzahl an Dreiecken findet. Und zwar ist es in unserem Fall 4, weil wir hatten nicht mehr Zeit für mehr Story. Und wenn man halt, sag ich mal, müsste ich einmal neu starten. Wenn man, sage ich mal, aus dem Traum, den Lumi aus dem Traum weckt, indem man zum Beispiel den Hund gewählt hat und der Hund dann laut bellt und Lumi aufwacht, dann hat man nicht genug Indizien gesammelt und dann hat man verloren. Also das Ziel vom Spiel ist es einfach nur beweisen, dass er ins Gefängnis... Genau, Beweise finden, genau. Ja, okay. Und genau, ihr könnt das Spiel auch testen, auf dem Handy geht es auch. Es ist einfach unter diesem folgenden Link, dreamdetective.netlify.app, und die Story ist sehr lustig und ich kann es euch empfehlen und ja, viel Spaß dann. Cool, vielen, vielen Dank. Dann haben wir noch eine letzte Person, die ich einmal auf die Bühne bitten würde, und zwar der Janosch. Und der Janosch hat Jump in Dream
gemacht. Mit meiner Hilfe. Wow. Magst du mal erzählen, welches Tool du benutzt hast und was du dir so ein bisschen überlegt hast dabei? Also ich habe wie auch, ich weiß nicht, wie die Gruppe ist, aber wie eine andere Gruppe auch Unity verwendet. Ich habe mich aber für ein 3D-Game entschieden, nicht für ein 2D-Game. Soll ich noch was sagen? Magst du noch einmal sagen, wer dir geholfen hat? Du hast mir versucht zu helfen, aber es geht besser, weißt du. Geholfen hat mir auch Nima, der sitzt da hinten. Danke, Nima. Dankeschön, Lasse. Ja, stell mal vor. Okay, also das Spielkonzept ist eher simpel. Es ist einfach nur ein Jump-and-Run-Game, also ein Spiel, wo man von A nach B kommen muss und dabei meistens von A nach B springt. Du kannst gerne zwei Mikrofone jetzt haben. Ich brauche freie Hände. Hallo. Also es sieht auf jeden Fall auch nach einer Traumwelt aus, finde ich. Also die längste Zeit haben wir, glaube ich, gebraucht, um diese Partikel zu machen. Wir. Die einzelnen Blöcke quasi und Elemente, die habt ihr alle selber designt und dann in dieses Jump-and-Run-Spiel quasi eingesetzt. Ja, so kann man das sagen. Ja. Super gespielt. Vielen Dank fürs Vorstellen. Okay. Tschüss. Bevor wir jetzt alle aufstehen und wir die Präsentation beenden, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei Yannick und Till. Die haben nämlich beide den Game Jam begleitet als Experten für die Tools und konnten bei allen Fragen super weiterhelfen. Und das war ganz toll, dass ihr da wart und das gemeinsam mit uns gemacht habt. Und falls Leute Lust haben, sich die Spiele jetzt nochmal genauer anzugucken, dann könnt ihr gerne nochmal in Workshop Area 3 kommen. Und da sind wir noch ein bisschen, also auch die alle beim Game Jam mitgemacht haben, sind nochmal eingeladen, in Workshop Area 3 vorbeizukommen, ihre Spiele vorzustellen. Viele Spiele kann man ja auch online aufrufen, die können wir dann auch gerne da behalten. Also wenn ihr noch ein bisschen mehr erfahren wollt, dann kommt gerne nochmal kurz in Workshop Area 3 vorbei und wir machen noch einen kleinen Abschluss dort vor Ort. Vielen Dank, dass ihr da wart und viel Spaß noch auf dem Festival. Danke fürs Zuhören.